Schön, dass du da bist, lieber Löwe. Ich freue mich sehr. Hoppala. Es geht in dieser Legung um die Liebe. Ich muss gerade lachen. Schwer entzündlich. Aber jetzt. Du bist ja Feuerzeichen, lieber Löwe. Also eigentlich solltest du schnell entflammbar sein. Ich muss echt schmunzeln. Gut. Es geht um die Liebe, wie ich schon erwähnt habe. In dieser kollektiven Legung. Für die nächsten 2, 3 Wochen. Okay? Ich schaue mal an, das allgemeine Thema, das Übergeordnete, damit du weißt, was da überhaupt Sache ist. Dein blinden Fleck, das heißt, was wirkt ins Thema der Liebe rein, siehst du aber nicht. Wie kannst du das erlösen? Positiv für dich natürlich. Und die Prognose. Welche Energien stehen dir zur Verfügung, lieber Löwe, nächsten 2, 3 Wochen? Schauen wir mal. Beachte den Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen und die sprich aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, dann sei so lieb. Und rasse entsprechend um. Ganz lieben, herzlichen Dank, lieber Löwe. Danke für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal. Wenn es dir denn gefällt, wie ich arbeite, danke für deinen Kommentar, danke für deine Wertschätzung, lieber Löwe. Legen wir los. Los geht's los. Die Brille. Cool. Lieber Löwe, die Energie, die dir zur Verfügung steht, auf das dir die höhere Macht, das Universum, dein Seelenplan aufmerksam machen möchte, ist, dass dir in Sachen Liebe eine wunderbare Chance zur Verfügung steht. Ich hoffe, das hat jetzt nicht irgendwie geraschelt beim Mikro. Eine Chance, die du nicht alle da kriegst. Nicht einmal du als Löwe. Als König der Tiere. Als Könige. Das Ass der Münzen. Das ist wirklich in Sachen Liebe eine Chance auf Erfüllung, auf Beständigkeit, auf Reichtum, auf Lebbarkeit der Liebe. Du darfst hinschauen, lieber Löwe. Sehr cool. Der blinde Fleck, den finde ich sehr interessant, denn da liegt deine Karte, die Kraft. Du siehst diesen Löwen. Dein blinder Fleck ist, dass dir gar nicht bewusst ist, wie kraftvoll du bist.
In Sachen Liebe, das hätte ich noch gern vertieft, weil das kann jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Das ist interessant, lieber Löwe. Der blinde Fleck ist, dass dir nicht bewusst ist, wie viel Kraft, wie viel Herzenskraft du hast, denn es ist etwas aktiv in dir, ein Muster, was versucht oder was meint, ich hoffe, man kann es so sehen, dass dein Herz, du siehst, wie der oder sie da diese Münze vom Herzen hält, das Herz schützen müsste, die Kraft zusammenhalten müsste, ja, ist aber gar nicht nötig. Weil du hast all die Kraft, du hast genug Kraft, mehr als genug. Mehr als genug Kraft. Das siehst du nicht. Du denkst, du musst das alles zusammenhalten und schützen und dein Herz schützen und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Brauchst gar nicht, in Wahrheit. Kannst deine ganze Kraft in die Liebe ausstreuen, für dich selbst, für andere, für die Situation. Was hilft dir bei der Umsetzung? Der Magier. Tu es einfach, ja? Also, indem du das, was in deinem Herzen ist, tust, erlöst sie das, dass du meinst, du musst die Kraft zusammenhalten. Ja? Je mehr du die traust, ja, so es ist wirklich dieses Wort, traust die Dinge, die in deinem Herzen sind, zu tun, zu sagen, zu fühlen, zu manifestieren, zu denken. Na, der Magier hat alle Elemente am Tisch liegen, desto mehr entfaltet sich die Kraft, die eigentlich in dir ist. Diese Herzenskraft, die Löwenkraft, die du hast und die du bist. Und fließt wunderbar in den Bereich der Liebe ein. Die Prognose. Die nächsten 2, 3 Wochen sind geprägt von einer Phase, lieber Löwe, wo du die Vergangenheit hinter dir lassen kannst, ein Stück weit mehr. Darum geht's. Mit den 3 der Stäben in eine Art Empfangsbereitschaft zu gehen für das, was in Zukunft auf dich zukommt in Sachen Liebe. Es ist eine ziemlich passive Karten. Es ist so, öffne die Arme und sei bereit auf das, was auf dich zukommt, was du empfangen darfst. Und nimm das Positive an, okay? So, und da haben wir noch was und das muss ich abklären. Du machst das sehr, sehr, sehr viel Gedanken. Um nicht zu sagen, Sorgen. Achte darauf, dass das nicht zu verkopft wird, lieber Löwe. Zu viel, weißt du, dass du nicht zu viel in die Angst gehst, wenn du da nach vorne gehst. Vorangehst in Sachen Liebe. Diese verkopften Dinge, ja. Diese Sorgen, schlaflosen Nächte, die 9 der Schwerter und die 7 der Schwerter, ist, weißt du, 2 Möglichkeiten, lieber Löwe. Das eine ist, dass du durch Besorgnisse, wie es laufen könnte, beziehungsweise in welche Richtung du gehen solltest, dass du da so Strategien unbewusst anwendest, ja?
aus dem heraus, dass du kalte Füße hast, ja? Oder es ist so, dass du einfach, dass die Sorge da ist, dass du in Sachen Liebe wieder betrogen und belogen oder belogen hintergangen wirst. Wenn du vorangehst und das steht dir aber als Energie zur Verfügung und das schauen wir jetzt in der Fortsetzung näher an, schau dir bitte die Karten an. Der Wagen und die 10 der Münzen. Das heißt, es ist im kollektiven Feld, lieber Löwe, für dich parat, wann du da resonierst, natürlich, ist eine kollektive Legung, gell? Kann nicht auf jeden zutreffen. Wann du da vorangehst, ja, wann du da Gas gibst mit dem Wagen, ja, wann du dich raustraust, hinausgehst, dich zeigst, die 10 der Münzen, die Möglichkeit, die Chance auf eine stabile, langfristige Partnerschaft voll Erfüllung. Und vielleicht zeigt sie in der Fortsetzung dann ein Mann, ja, weil es ist ja im Feld, also muss da ja jemanden geben. Vielleicht kennst du den schon, vielleicht nicht. Das schauen wir jetzt alles in der Fortsetzung an. Den Link findest du wie üblich, wie immer, in der Infobox, einfach unter diesem Video, einfach auf Mehr klicken, dann öffnet sich die Infobox und da hast du den Link als auch zu meiner Homepage. Falls dich das interessiert oder du mal dir denkst, hey, ich gönne mir mal eine persönliche Kartenlegung. Oder spirituelle Beratung, ich bin ja Astrologin, also ich verbinde das alles miteinander, Channeln, Kartenlegen, Astrologie, das ist so bei mir ein Miteinander und richtet sich dann nach deinen Fragen und ist eine gute Kombi, dass du zu deinen Antworten kommst. Gut, ich freue mich jetzt auf die Fortsetzung, lieber Löwe, bitte pass gut auf dich auf, vielleicht sehen wir uns ja dort in der Fortsetzung, wenn nicht, dann wünsche dir das Allerbeste, bis zum nächsten Mal. Viel, viel Segen für dich und bis bald. Stella.